Schiffe regen unsere Träume an. Schiffe faszinieren uns durch eine Vielzahl von technischen Superlativen. Hallo und herzlich willkommen bei HafenTV, auch diesmal aus Rotterdam. Der niederländischen Regierung ist eine Branche ganz besonders wichtig und deshalb fördert sie seit Jahren den Schiffbau und seine Zulieferer. Manche Schiffe werden erst dadurch so beeindruckend, weil es eine Vielzahl von technischen Kniffen und Details gibt. Unter anderem darum geht es heute hier bei HafenTV. Der Schiffbau in Europa hat seit Jahrzehnten starke Konkurrenten in Fernost. So werden die derzeit größten Containerschiffe allesamt in Südkorea gebaut. Europas Werften profilieren sich vor allem mit dem Bau von Spezialschiffen, zum Beispiel Mehrzweckschiffen, Nassbagger oder Offshore-Schiffen. Damit Europas Schiffbau auch langfristig konkurrenzfähig bleibt, muss er sich einen Innovationsvorsprung sichern. Heute zeigen wir Ihnen einige Highlights von Erfindergeist und technischem Können aus den Niederlanden. Im niederländischen Schiffbau- und Reparatursektor sind gut 500 Firmen tätig, die mit 6,4 Milliarden Euro gleich viel Umsatz wie die Branchenkollegen in Deutschland erzielen. Insgesamt beschäftigt der Sektor knapp 30.000 Menschen. Weit über die Hälfte davon arbeiten in Zulieferbetrieben. Ein gutes Bild von der Innovationskraft der niederländischen Schiffbauer zeigt jedes Jahr der Maritime Innovation Award. Zu den diesjährigen Preiseinsendungen gehört das Ballastwasserbehandlungssystem von Damen Shipyards. Durch Ballastwasser liegen Schiffe tiefer und stabiler im Wasser. Vor dem Ablassen muss das Ballastwasser behandelt werden. Internationale Richtlinien schreiben dies vor, um zu verhindern, dass Meeresorganismen in andere Ozeane verschleppt werden und einheimische Arten verdrängen. Unerwünschte Organismen werden ohne Chemie unschädlich gemacht. Es passt in einen Container und eignet sich zum Beispiel für ältere Schiffe, die nicht mehr mit einer eigenen Ballastwasserreinigungsanlage ausgerüstet werden sollen. Halvane, so heißt auch der Hersteller, ist eine Art Flügel, der unterhalb des Wasserspiegels hinter Propeller und Ruderanlage angebracht wird. Das Schiff liegt dadurch ruhiger im Wasser, der Vortrieb wird erhöht. Spritspareffekt bis zu 15%. Hinzu kommt, der Halvane ist absolut wartungsfrei. Der Flex Tunnel von Van der Velden Marine Systems ist eine Art beweglicher Spoiler seitlich oberhalb der Schiffsschrauben für Binnenschiffe. Bei geringer Beladung, wenn die Schraube aus dem Wasser ragt, wird er abgesenkt. So entsteht eine Art Tunnel. Die Schraube hat mehr Wasserkontakt. Das erhöht die Motoreffizienz und hilft Spritsparen. HafenTV hält Sie natürlich auf dem Laufenden, wer dieses Jahr beim Maritime Innovation Award das Rennen macht. Eines zeigen die Einsendungen auf jeden Fall. Der niederländische Schiffbau hat ein extrem hohes Niveau. Das zeigt sich auch an den Firmen, die wir Ihnen heute vorstellen. Einer der Kandidaten für den Maritime Innovation Award 2015 ist WAF Instruments mit dem Sensorsystem TT Sense. Es überwacht berührungslos Schub und Drehmoment im Schiffsantrieb. Der kann dadurch effizienter eingestellt werden. Jedes Prozent Effizienzsteigerung ist hoch willkommen, bedenkt man, dass zum Beispiel ein großes Containerschiff bis zu 14 Tonnen Treibstoff verbraucht, pro Stunde. Wir sind Bedenker und Fabrikant von Meetapparatur für Industrie und Scheepvaart. WAF Instruments entwickelt und produziert Messgeräte für Industrie und Schifffahrt. An Bord von Schiffen messen wir den Kraftstoffverbrauch und die Leistung des Hauptmotors. In Kombination mit einer intelligenten Software ermöglichen diese Informationen es, Kraftstoff zu sparen und die Emissionen zu reduzieren. Wenn Sie Kraftstoff sparen, reduzieren Sie auch die Emissionen. Und die Gesetzgebung wurde in den vergangenen Jahren hinsichtlich Emissionen weltweit immer strenger. Wir haben vier wichtige Produktlinien. Die Flüssigkeitszähler, die Viskositätsmessgeräte, die Leistungsmessgeräte und das Schubmessgerät, das die Kraft misst, die die Schiffsschraube ausübt, um das Schiff anzutreiben.
Mit 3 der 4 Produktlinien sind wir Marktführer in der Nische des Schiffneubaus. Wir stellen alles selbst her, um die Qualität zu überwachen. Wir behalten auch das Know-how gerne für uns und die eigene Produktion bietet enorme Flexibilität, um dem Kundenbedarf zu genügen. Wir schauen aus 2 Gründen optimistisch in die Zukunft. Der Welthandel wächst und wächst weiter, der Seetransport wird wichtiger und die immer strengeren Vorschriften bezüglich Verbrauch und Emissionen bieten Chancen für unsere Produkte in der Zukunft. Kansen voor producten voor de toekomst. Alles, was für Industriewartung, also auch für die Schiffswartung erforderlich ist, liefert Technotrading. Die Firma aus Schiedam, also im Rotterdamer Hafengebiet, hat allein 5000 Teile vorrätig. Toen ik zelf voor een scheepvaartbedrijf werkte, waardeerde ik het altijd heel erg als onze leveranciers nog dezelfde dag konden leveren. Als ich früher für ein Schifffahrtsunternehmen arbeitete, habe ich es sehr geschätzt, wenn unsere Zulieferer noch am selben Tag liefern konnten. Wir hatten ein Problem und sie lösten das für uns. Deshalb haben wir einen großen Vorrat, damit wir noch am selben Tag liefern können. Technotrading ist Spezialist für Wartungsgeräte, ob elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch, die für industrielle Wartung verwendet werden. Wir haben ein Team von Spezialisten mit technischem Hintergrund, die von früh bis spät hart dafür arbeiten, um für unsere Kunden da zu sein, unsere Produkte zu erklären und dafür zu sorgen, dass der Kunde bekommt, was er für seine Arbeit braucht. Ein aktuelles Projekt, auf das wir sehr stolz sind, führen wir für eine große Ölgesellschaft durch. Dort müssen alle Tanks gereinigt werden und wir entwickeln einen Gesamtplan inklusive explosionssicherer Lampen, sodass die Tanks sicher gereinigt werden können. Wir bieten Erfahrung, die Produkte und denken für den Kunden mit, damit er die idealste Lösung bekommt. Wir haben ein Anzahl hele goede deutsche Klanten und es ist besonders prettig, Sachen zu tun mit Deutschland. Wir haben einige gute deutsche Kunden und wir machen gute Geschäfte mit ihnen. Sie sind genau, halten sich an Absprachen und schätzen Qualität. Das sind Geschäfte, bei denen wir uns profilieren. Wir bieten Qualität, technische Beratung und wir können schnell liefern. Ein Stückchen technisches Advice und wir können schnell liefern. Nur ein Detail im Schiffbau, aber ein enorm wichtiges. Lachersmith liefert Abdichtungslösungen an Hersteller von Antrieben, an Werften und an Büros, die das Technikmanagement von Schiffen erledigen. Eine Abdichtung ist ein Onderdeel in het schip, dat ervoor zorgt dat de olie die zich aan de binnenzijde van het schip bevindt, nicht in Kontakt kommt mit dem Wasser. Eine Dichtung ist ein Schiffszubehörteil, durch das das Öl im Innern des Schiffes nicht mit dem Wasser draußen in Kontakt kommt. Unsere Produkte sind modular aufgebaut. Das heißt, wir bauen unsere Produkte aus Standardteilen zusammen. Dadurch können wir mit unseren automatisierten Produktionsmaschinen schnell und effizient Zubehörteile herstellen, die danach zusammengesetzt werden. Entweder zu einer Standarddichtung oder zu einer Maßanfertigung. Was Sie auch tun, es geht immer intelligenter. Dieses Motto bestimmt alles, was wir tun, die Herstellungsprozesse und die Entwicklung unserer Produkte. Wir haben auch ein eigenes Produktentwicklungsteam, das sich ständig mit neuen Techniken und Produkten beschäftigt. Die Ideen können aus unserem Betrieb und aus Kundenwünschen oder von der öffentlichen Hand kommen. Die Ideen können kommen von der Overheit. Ich denke, dass wir für unsere deutschen Kunden, dass es sehr wichtig ist, um zu wissen, dass wir hier selbst. Ich denke, für unsere deutschen Kunden ist wichtig, dass wir die Dichtungen in unserer eigenen Hightech-Fabrik herstellen, Ersatzteile auch auf Vorrat haben und deshalb schnell liefern können. Lachersmith ist ein sehr guter Partner, weil wir viel Sachverstand haben. Denken Sie an die Technikabteilung, den Verkauf, den Service und auch die Herstellung. Das Schöne ist, dass in allen Abteilungen Experten sitzen, dass wir alle zusammenarbeiten und dass wir dadurch sehr schöne, passende Lösungen für die Praxis bieten können. Lösungen können bieten für die Praxis. Techniker und Tüftler haben den niederländischen Schiffbau- und Schiffsreparatursektor weltweit in die Spitzengruppe gebracht. Viele deutsche Reeder und Partikuliere lassen gern in den Niederlanden arbeiten. Wenn Sie Kontakt suchen zu einem der vorgestellten Unternehmen oder die Sendung, auch nur in Einzelteilen, noch einmal sehen wollen, gehen Sie auf unsere Website hafentv.de. Folgen Sie hafentv.de auch auf Twitter, Xing und LinkedIn. BMR Hydraulics ist ein Hydraulikspezialist, der für die Schifffahrt, aber auch im Brückenbau arbeitet.
Man hält es hier für wichtig, mit den neuesten Techniken und dem neuesten Material zu arbeiten. PMR Hydraulics ist ein Betriebchen, das sich gespezialisiert hat in der Markt. PMR Hydraulics ist ein Betrieb, der sich im Markt auf Hydrauliksysteme spezialisiert hat, insbesondere große Hydrauliksysteme. Das umfasst die Entwicklung bis zur Auslieferung neuer Systeme. Wir machen auch viel in der Instandhaltung existierender Systeme, verkaufen Ersatzteile und sind sehr aktiv bei der Vermietung von Apparaturen. Vernieuwende op gebied van hydrauliek, dan moet je denken aan. Neuentwicklung in der Hydraulik. Da geht es um neue Techniken bei Rohrleitung. Ein Verfahren unseres deutschen Partners Parker, bei dem man nicht schweißt. Wo wir früher einen Schneidring verwendet haben, bedienen wir uns heute einer mechanischen Umformung, die Lex Geschichte werden lassen. Also eine saubere und schnelle Technik und modern. Technik, gut und modern. Wir sind natürlich sehr stark in der Scheepvaart. Wir sind stark in der Schifffahrt, insbesondere Offshore und Bagger sind unsere Schwerpunkte. Die Betriebe können uns immer anrufen und eine unverbindliche Beratung erhalten, was wir füreinander tun können. Wir bekommen viele Anfragen aus dem Neubaubereich. Wir können etwas entwickeln, herstellen und die Rohre auch vor Ort installieren, also ein Komplettpaket anbieten. Damit sind wir ein One-Stop-Shop. Das ist angenehm für den Kunden, ein Ansprechpartner, der alles auf dem Gebiet der Hydraulik abdecken kann. Für die Klienten, weil wir nur eine Kontaktperson. Die alles kann versorgen auf dem Gebiet von Hydraulik. Seit über 75 Jahren profiliert sich MRC als Maschinen- und Reparaturfabrik. Bekannt ist das Unternehmen für hohe Qualität, kurze Lieferzeiten und außergewöhnliche Produktionskapazität. MRC Techniek ist eine Maschinenfabrik, eine Reparatiewerkplatz. Wir haben korte Leinen, wir tun sehr viel Telemetwerk. Zeker in der Reparatur ist es vaak. MRC Technik ist eine Maschinenfabrik, ein Arbeitsplatz für Reparaturen. Wir haben kurze Wege, wir bieten viel Reparaturen nach Maß. Bei Reparaturen ist oft Schnelligkeit geboten, das kann auch nachts sein oder am Wochenende. Wir stehen rund um die Uhr parat und können gegebenenfalls sofort beginnen. Das bietet vielen Kunden zahlreiche Möglichkeiten. Eines der wichtigsten Dinge ist, weil wir am Wasser liegen, können wir Teile annehmen, die normalerweise nicht über die Straße transportiert werden. Diese können per Ponton oder Schiff gebracht werden. Die ziehen wir hoch, holen sie rein und bearbeiten sie. Jede Bearbeitung, jeder Schritt, den wir machen, wird berechnet und gemessen, protokolliert. Und bei Abweichungen wird das mit dem Kunden besprochen. Das Schönste wäre, wenn sich Betriebe melden mit einem eigenen Produkt oder Maschinenfabriken mit großen und schweren Werkstücken und hohen Qualitätsanforderungen. Das gilt auch für Zahnräder. Da können wir ausgezeichnet helfen, sei es im Offshore-Bereich, in der Schifffahrt, in der Prozessindustrie oder im Stahlbau. Zubehörteile können wir für Sie bestens bearbeiten. Der Stahlbau, Unterteile davon, die können wir ausstekend vor bewerken. Die Maschinefabrik Krimpen ist spezialisiert auf die Herstellung vor allem von Zahnrädern. Renommierte Firmen gehören zu den Kunden. Markenzeichen des Betriebs ist, dass schnell geliefert wird. Maschinefabrik Krimpen ist ein Spezialist auf dem Gebiet von Antriebskomponenten. Maschinefabrik Krimpen ist Spezialist bei Antriebskomponenten. Wir machen Zahnräder, Achsen und Getriebe, die in der Offshore-Industrie und im Schiffbau verwendet werden. Zahnradfertigung ist ein Spezialgebiet. Dafür brauchen Sie spezielle Maschinen und Menschen, die sich mit Zahnrädern auskennen. Wir sind ISO-zertifiziert und durch unser Zahnradmessgerät können wir all unsere Produkte mit einer Genauigkeit von einigen Mü nachmessen, sodass wir unsere Produkte mit einem Messbericht ausliefern. Maschinefabrik Krimpen hat einen modernen Maschinenpark und dadurch können wir sehr schnell auf Wünsche der Kunden eingehen und sie mit hochwertigen Teilen versorgen. Qualitativ hochwertige Onderdele. Der niederländische Schiffbau hat bereits seit 300 Jahren einen exzellenten Ruf. Wussten Sie, dass Zar Peter der Große so beeindruckt war, dass er inkognito als Schiffszimmermann auf einer Werft anheuerte, um zu erfahren, wie es die Holländer machen? Heute nennen wir sowas Wirtschaftsspionage. Die scheint es also offensichtlich schon vor Jahrhunderten gegeben zu haben. Soweit für dieses Mal bei HafenTV. Möchten Sie die ganze Sendung oder auch einzelne Berichte noch einmal sehen, geht das gerne jederzeit auf hafentv.de. Und lassen Sie sich von uns auf dem Laufenden halten, dazu folgen Sie uns auf Twitter. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.